Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, meine Lieben, wir sind ja hier untergeplumpt, ganz aus Versehen, würde ich jetzt mal behaupten. Und wir suchen jetzt mal die Schätze und den Ausgang. Und wir hatten hier vorne auch von was gesichtet. Deswegen springen wir mal in das wunderschöne Wasser. Bringen wir jetzt mal in das wunderschöne Wasser. Was auch immer gerade das war. Irgendwie sind wir nicht so wirklich vorangekommen. Ja klar, dass hier der Rabe nicht verfügbar ist, ist mir schon klar. Okay. Mal kurz die Luft holen. Dann gehen wir nochmal runter. Na komm. Ja, hinter. Aber da. Schön, dass man hier so viel sehen kann, ne? Gut. Das bringt wohl nichts hier. Na komm. Hallo? Ah, das ist so. Ah, von hier wäre man rein und raus gekommen. Ah, okay. Gut zu wissen, aber ich möchte halt gerne wissen, wie wir an die Schätze kommen, die hier verborgen sind. Die sind auch weiter unten. Okay, akzeptiere ich auch, kein Problem. Aber wie kommen wir da hin? Was haben wir denn hier? Anordnung zum Rückzug. Kavette. Alle im Einsatz befindlichen Verborgenen werden hiermit aufgerufen, dieses Land zu verlassen. Alle, die unsere große Arbeit fortführen wollen, sollen sich zu unserem Haus in Colonia begeben und werden dort willkommen geheißen. Magister Opare in der... Ja, genau das. Genau das Ding da, was er erwähnt hatte. Die Tür ist verschlossen, sehr elegant. Das heißt, vielleicht sind wir hier auch zu früh. Mag ja sein. Wir gucken hier noch einmal ganz kurz. Wir hechten hier nochmal rein. Aber... Nee. Überall nur eine Wand. Oh. Hier vielleicht. Ah. Ding, ding, ding. Wenigstens eins. So. Das wäre ungefähr auf der gleichen Höhe wie das hier, ne? Dann gehen wir nochmal runter. Oh, man sieht ja gar nichts hier. Bin gut versteckt hinter dem Schilf oder was immer das ist. Gut, hier geht es aber auch nicht weiter. Hier geht es wirklich null weiter. Vielleicht irgendwo anders auf der anderen Seite oder so. Da ist eine Tür. Und wieder runter. Ah. Et voilà. Ah, jetzt. Ah, sieh doch mal einer an hier. Oh, ist das gemein, ne? Alles so extrem versteckt hier. Und hier können wir nichts kaputt schießen. Warum kann ich jetzt nicht weiter? Na, 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 na. Spring mal hier runter, Mann. Ich sagte, ich spring hier runter. Denn da unten ist doch was. So,
Damit hätten wir jetzt nur noch das hier. Diesen Schatz hier vorne. Wie kommen wir da am besten hin? Oh! Nee. So wollte ich das jetzt eigentlich nicht haben. Da ist auch noch etwas. Nee, das klappt doch nicht. Genau, hier ist es. Ich glaube, die Tür war doch verschlossen. Wie kriege ich die denn auf? Oder kann man eventuell irgendwo anders hin? Hier unser Kletteraffe wieder im Einsatz, ne? Nee, hier nicht. Mich wundert es, dass dort so ein Knäuel ist. Muss doch irgendwie einen Grund haben. Ah, okay. Das heißt, von da hier irgendwas explodieren. Oh! Achso, okay, das geht ja noch. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwo was finden. So eine Feuerflasche, die wir... Ach, da ist sie doch. So. Die haben es aber auch hier mit Trick 17 gemacht, ne? Halleluja. Der Magas-Kodex, Seite 1. An einem typischen Studien- und Ausbildungstag begrüße Meister Hako in unserem Bruderschaftshaus in Alexandria als Abwechslung von unserer üblichen Routine eine angespannte Frau, Ende 50, mit stoischem Gesichtsausdruck und federnden Schritten betrat sie den Saal und setzte sich hernach eine ganze Weile schweigend auf das Kopfende des Raumes, während Meister Hako die unbekannte Person mit vagen Worten vorstellte. Im Laufe seines gesamten Vortrags sah sie ihn kein einziges Mal an, sondern ließ ihre Blicke über die vor ihr sitzenden Lehrlinge schweifen, zu denen auch ich mich zählte. Als Meister Hakon schließlich uns zur Seite trat, stand die Frau auf und hob zu einer unverblümten Äußerung an. »Wenn nichts wahr ist«, sagte sie, »muss auch diese Aussage falsch sein.« Die Frau ließ ihre Worte im Raum stehen. Nach einem langen und verblufften Schweigen wartete ein eifriger Lehrling namens Magas mit einer Antwort auf. Das Credo selbst ist pure Ironie. Es suggiert, dass die Welt nicht in der Wahrheit und der Unwahrheiten, Fakten und Fiktion eingeteilt werden kann. Ja, antwortete die Frau, die Welt besteht einfach. Sie existiert und wir sind ein kleiner Teil ihrer Ganzheit. Aber zu existieren bedeutet wahr zu sein, oder? Etwas, das existiert, ist etwas, das wir eine Tatsache nennen. Zu existieren bedeutet zu existieren, kontert die Frau. Wahrheiten und Fakten sind Wertung, Taten keine Gegenstände. Magas verstummte und die Frau fuhr fort. Wenn alles erlaubt ist, wer erteilt dann diese Erlaubnis? Okay, klar, warum nicht? Auftrag der Verborgenen. Chance packt die Hinrichtung. Verlässliche Quellen berichten uns, dass Imperator Hadrian in diesem Monat nach Britannia segelt. Er hat vor, einen Krieg gegen die Stämme aus dem Norden zu führen, den Imperator Londinium abfangen. Wir glauben, dass er 5 Nächte in der Villa südöstlich des Kolosseums wohnen wird, die Villa als Sklave betreten und ihn ausschalten, entweder mit Gift oder im Schutze der Nacht. Ablenkung durch Verführung nicht angeraten. Der Imperator ist dafür bekannt, sehr vorsichtig zu sein. Fehlgeschlagen. Akolytus entdeckt und getötet. Oh! Das hat wohl nicht funktioniert. Maske der Verborgenen. Die gucken wir uns mal ganz schnell hier an. Müsste, glaube ich, hier drunter sein.
Jo. Attentatschaden wird erhöht, wenn du 10 Sekunden lang geduckt bist und unentdeckt bleibst. Zusätzliche Verbesserung für Kopfschaden. Aha. Oh, auch nicht schlecht, ne? Nachts wird man stärker. Okay. Eine wunderbare Karte. Mit einem Messer drin. Tagebuch von Magister Vitus. Ich schreibe diesen letzten Eintrag nachts im verlassenen Schrein einer einzelnen Öllampe. Es scheint, dass unser Werk in Britannia durch Mächte, die sich unserer Kontrolle entziehen, vereitelt wurde. Doch das stimmt nicht ganz. In gewisser Weise tragen wir die Schuld. Jahrelang haben wir an den Säulen des Imperiums genagt. Ein paar Säulen gefällt, wenn das Fundament zu stark schien und ein Kaiser zu ehrgeizig war. Aber es gibt eine Grenze dessen, wie viele Stützkräfte ein Gebäude einbüßen kann, ehe es einstürzt. Wir hätten vorsichtiger sein müssen, besser auswählen, besser planen müssen, und um Freiheit zu erreichen. Aber wir haben Britannia von jeglicher Struktur befreit und nun ist das Dach eingestürzt. Ein dunkles Zeitalter kommt auf uns zu. Die Bürde, das Licht zurückzubringen, lastet nun auf der nächsten Generation. Wie schnell dies geschehen kann, vermag ich nicht zu sagen. Meine Hoffnung hat mich verlassen. MV. Okay, wir haben ja anscheinend irgendwas Geheimes gefunden. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant hier. Ja, viele Ratten. Also, nee. So. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir hier wieder wegkommen. Ich glaube, da hoch zu klettern ist nicht so. Oder vielleicht hier an den grünen Kraut? Ah, ne, hier, stimmt. Haha. Ja, meine Lieben, jetzt können wir auch endlich in die Stadt und die Hauptquest fortführen. War sehr interessant, das immer zu finden. Oh Gott, das hätte ich ja im Leben nicht gefunden, ey. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. So. Oh oh. Ah ja, klar. Bam. Jo. Die hat auf keinen Fall kein schönes Gesicht mehr. Ey, ihr habt nichts gesehen, klar. Bam. Ich renne auch alles um, ne? In den letzten Folgen, ich hau einfach Leute um. So, gleich sind wir dort. Das Krepeltor von London. Vielleicht finde ich hier einen Amtsmann, der sein Zeit hat. Hallo. Ich bitte um Geduld, Leute. Das Problem ist im Handumdrehen behoben. Ganz ruhig bleiben. Die Stimme kennt man aus Filmen. Ihr Liebes. Durchhalten, Meister Hammer. Es kommt alles in Ordnung. Das ist Son Goku von Dragon Ball Z. Nicht, wahr? Manchmal fühlt sich so an, ja. Ja, das ist die Stimme. Wer hat hier das Sagen? Ich möchte gern mit ihm sprechen. Statthalter Trück. Ein Däne, der vor 4 Jahren nach London kam. Tolk? Die meiste Zeit des Tages findest du ihn in der alten Villa. Oder was meint ihr? Das ist doch Son Goku, oder? Also die deutsche Synchronsprecher von Son Goku. Wow, was will er mit einer Feder? Avgos will seinen Anteil von der Sommererde. Scheißkerl. Was dauert so lang? Bam. Wir reden. Meine Herren, die Bauern Mercias haben ihre Last beglichen. Sollte Avgos mehr wollen, kann er einen Antrag stellen. Einen Antrag stellen? Du kannst diesem alten Bauern hier sagen, wenn er den Apfel will, soll er danach angeln. Der gehört Meister Hammer, mein Herr. Angel ihn raus! Das ist ungehörig. Angel ihn raus!
Genau, angel ihn raub. Ja, Mann, ich will Blut sehen. Oh, zu da! Pass auf dich selbst auf! Oh, wie bin ich hier ein bisschen zu nah? Er hat's, glaube ich, fast alleine gemacht. Gott im Himmel! Du kämpfst, als hätte der Teufel dein Brot gestohlen! Du teilst aber auch ordentlich aus. Roald, sei so gut und stich die Namen derer, die ihre Abgabe geleistet haben. Machst du das? Also, du hast etwas mit Statthalter Trück zu besprechen, stimmt's? Ich spreche mit jedem, der meinem Rabenclan eine rechte Freundschaft anbieten kann. Wenn das du bist, umso besser. Ach nein, Trück ist ein Mann. Ich bin der Greve von Lundens Westen. Ich sorge für Ordnung und Recht. Greve ist kein Name, der mir leicht über die Lippen kommt. Greve ist mein Titel, verzeih. Stowe ist mein Name. Stowe von Lunden. Oh Gott, mit einem Herzchen? Oh Gott, nein, 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 nein. Nee, nee. Ich hab nichts gegen Schwule. Aber wir wollen natürlich eine Frau. Schön, dich kennenzulernen, Greve Stowe. Lunden ruht auf kräftigen Schultern. Ah, offen gesagt, ich bin nicht der einzige Greve. Es gibt gerade zwei von uns und den Statthalter obendrein. Wir tun unser Bestes in diesen Zeiten, so wild sie auch sind. Bring mich zu deinem Statthalter. Klingt, als wäre es gut, ihn zu kennen. Also gut, der Posten besetzt, die Herde behütet. Lass uns zu Trück gehen. Okay. Und wie soll ich dich nennen? Schwäger Schott. Dänenhammer? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Wir haben eine Siedlung im Norden, in der Nähe des Nene. Nun, ich stehe in deiner Schuld, Eivor. Du bist ein guter Verbündeter. Das ist also Lunden, eine Stadt von Riesen erbaut. So sagt man. Ein alter Ort, so unwirsch wie es nur geht. Aber ich bin in die Rätsel vernarrt, welche die Stadt umgeben. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lernte die Schriften der Apostel in Lunden weg, der sächsischen Siedlung westlich der Mauer. Du bist aber kein Priester, oder? Nein, ich wurde von ihnen erzogen. Ah, erklärt, warum er auf Typen steht. Ein mittelloser Bastard und nun der furchtlose Greve von Lunden. Tja, es war Trück, der etwas in mir gesehen hat. Er urteilt nicht nach den Umständen meiner Geburt. Seine beiden Hände, die linke und rechte, sind ich und ein dänischer Soldat namens Erke. Erke ist eine Weise der letzten Wikinger, die wir in Lunden niederwerfen mussten. Zwei oder drei... Moment. Hier stimmt etwas nicht. Eisen in der Luft. Das ist frisches Blut. Das waren gute Männer. Was ist geschehen? Ach du Scheiße. Nehmen wir mal die Pfeile mit. Oh, geht gar nicht. Oha. Die wurden aber ziemlich abgeschlachtet. Gott, nein! Nein, nein, nein! Es brauchte drei Pfeile, ihn zu töten. Die anderen zwölf waren zur Demütigung. Oh Herr, lasse über diese Männer das Licht deines Antlitzes und deiner Barmherzigkeit leuchten. Ach du Scheiße. Wir brauchen hier keine Fremden. Das ist eine Privatsache. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Eivor hat mir in einem Kampf am Krepeltor beigestanden. Es sind noch mehr Schläger aufgetaucht. Du musst ein wahrer Bürger sein, um dich gegen dieses Geschmeiß zu behaupten. Wir müssen sie in die Schranken weisen, Stowe. So kann es nicht weitergehen. War das Trüg? Ah, hier, fragt er sogar. Wenn der hier noch einen Kopf hätte, würdet ihr ihn Trüg nennen? Den Statthalter? Gott im Himmel, der Mann ist tot. Etwas Respekt, bitte. Wir zwei werden uns gut verstehen. Du musst Erke sein, Lundens zweiter Greve. Erke Bodelson, der bin ich. Hat dieser Haufen Eingeweide mich etwa den zweiten Greve genannt? Der erste im Ostteil.
und ein Mann, dem ich bedingungslos vertraue. Stower war noch nie ein guter Menschenkenner. Erke, das ist Eivor. Er kam, um Trück zu treffen und die Freundschaft mit seinem Clan zu besiegeln. Er hätte dich herzlich willkommen geheißen. Er war ein argloser Mann. Und das hat er jetzt davon. Ach, du Fasse. Hast du etwas gefunden? Ich traf gerade erst ein. Die Mörder haben einen Brief an der Leiche hinterlassen. Ich sehe mich mal um. Trück war immer von seinen Männern umgeben. Wie kam dieser Mörder zu ihm durch? Er muss sie gekannt haben. Gut genug, dass sie unbehelligt in seine Nähe kamen. Gott. Dieser Brief. Jemand wollte, dass wir ihn sehen. Nein, aus Rom zog ein Orden von Heiden aus, die Relikten aus einer Zeit vor Christus huldigten. Erke, das ist der Brief, von dem er uns erzählt hat. In dem schlimme Nachrichten für Lunden stünden. Er warnt vor drei Heiden, die Lunden unterwandert haben. Seine Mörder, nehme ich an. Gott im Himmel, das könnte fast jeder sein. Er war doch der Statthalter. Okay. Oh nein. Was ist? Schmutzige Nachrichten von einer Dame. Nein, von mehreren. In Trücks Pult. Oh ja, der alte Mann hatte muntere Augen und Hände. Das wusste ich nicht. Ich hätte nie... Er wollte nicht, dass du es weißt. Das war sein Geheimnis. Was gefunden? Außer genug Blut, um die verblassende Stadt anzustreichen? Hier liegt auch noch was. Drei Fußspurpaare führen weg. Zwei durchschnittliche und ein riesiges. Kinder. Oh Gott. Oder? Nee, die sind in meiner Größe ungefähr. Alter, der Typ ist ja wirklich groß. Was haben wir hier? Ich werde einfach nicht schlau aus alledem. Ich verstehe das nicht. Wie wir uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, wenn er die ganze Arbeit macht. Oh ja, dann bleib mal liegen hier. Ah, hier ist auch noch was. Oh, sag doch mal die richtige Richtung hier. Das Handwerkszeug eines Barbers. Scharf und präzise, für saubere Schnitte. Damit wurde Trücks Kopf von seinem Hals getrennt. Mhm. Eins fehlt aber noch. Da oben. Natürlich nehmen wir auch die Truhe mit, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, Trück braucht die ja nicht mehr. Brief an Ober. Ober, mein Hauptmann, mein Freund. Ich hoffe, das warme Wetter dich wohlig beseelt. Obwohl es in Lunden nie so kalt wird wie in Nordwege, regnet es hier doch beinahe jeden Tag. Ich fühle mich kalt und grau wie ein Fisch. Ein weit verbreitetes Gefühl hier, wie mir scheint. Dennoch halten die Mauern stand und unsere Kammern sind gut mit Beute gefüllt. Das Wikingerleben fehlt mir nicht. Ich habe genügend goldene Sonnenaufgänge in meinem Leben gesehen. Ich bin nun bereit, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen und finde Gefallen an den Mädchen der Stadt. Falls du es eines Tages leid sein solltest, auf Schiffen zu schlafen, oder wenn Eva sich wie eine Schlinge um deinen Hals anfühlen sollte, steht dir immer ein Thron für dich bereit. Dein Waffenbruder Trick. Oh. Okay. Ich muss sehen, was du siehst. Ja, das habe ich. Wo ist denn noch was? Ah, hier. Ach, das ist das mit dem Messer. Jemand hat ihn abgelenkt. Okay. Hier. Da steht ja was in der Villa geschah, also müssen wir irgendwie hier noch was finden.
Oh. Wir plündern einfach mal die Leichen dabei. Warte, war hier noch irgendwas? Ach nee, das gehört zu da unten. 1, 2, 3. Okay, aber wo ist der Rest? Ein Ding fehlt noch. 1, 2, 3. Irgendwas fehlt doch. Ich kann nicht sagen, was. Das haben wir schon. Dann gehen wir doch mal raus. Also, weil hier sehe ich wirklich nichts. Müssen wir hier doch mal rausgehen. Blaues. Das sind alles nur Pfeile. Da vielleicht. Also. Das ist einfach nur Werbung. Irgendwie. Nee. Den können wir zwar looten, aber... Ein Beweis fehlt noch, oder irgendwas fehlt hier noch. Der geht nicht kaputt. Ach, da... Da oben. Da hängt noch einer. Wie kommen wir da hoch? Oh, sorry. Nee, schade, ich hätte gehofft, ich kann ihn irgendwie runterholen. Sonst eher gesagt, wir klettern mal hoch. Komm. Komm, ein kleiner Kletteraffe. Hoch mit dir. Hier sehe ich jetzt zwar nichts Ungewöhnliches. Also wirklich hochklettern klappt wohl nicht. Ja, irgendwie nicht, ne? Irgendwie muss es doch möglich sein. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Die Frage ist nur, wie? Villa des Statthalters, ja. Des ehemaligen. Leider existiert er ja nicht mehr. Ah, das hat er noch weh.
können wir da jetzt am besten hoch? Einfach so hoch? Ja. Jetzt ist's. Hexerei. Ich kann fliegen. Was hänge ich jetzt fest? Hallo? What? Alter, wie bescheuert ist das, ey? Was für ein behinderter Bug. Die schweben auf einmal und dann bumm, tot. Was für eine Verarschung. Und ab wo fangen wir jetzt wieder an? Okay, das geht ja noch. Ah, hier. Das geht doch auch. Ich beneide ihn nicht um seinen Tod. Moment. Er hält etwas in der Hand. Ist das etwa nicht Rücksiegel? Nein, es sieht römisch aus. Es muss von einem Brief stammen, den er geöffnet hat. Es war dieser Wache jedenfalls wichtig, wenn er es sogar im Tod noch fest umklammert. Vielleicht musste er deshalb sterben. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Trück wurde im Sitzen erschossen, vermutlich als er den Brief las. Eine seiner Wachen nahm das Siegel und versuchte zu fliehen. Er hat es nicht geschafft. Ein zweiter Mörder kam ihm zuvor. Er endete in der Schlinge, angehoben von einem größeren Mann. Ein dritter Angreifer nahm seine Augen und holte sich Trücks Haupt. Ein Zeichen vielleicht. Führer ohne Kopf, Wache ohne Augen. Die Täter kannten keine Furcht. Dieser Mord war eine Botschaft. Ihre drei Spuren führen gemeinsam nach hinten zum Hof hinaus. Oh, dann auch der Brief Kampf erwähnte drei Heiden und nennt nur ihre Spitznamen. Der Blutegel, der Pfeil, der Kompass. Unterzeichnet von jemandem, der sich als armer Mitstreiter Christi bezeichnet. Armer Mitstreiter? Komischer Name. Drei Namen, drei Mörder. Wie du sagtest. Bei Baldas Sack! Es könnte jeder in London sein. Wem können wir trauen? Wohl nur den Personen in diesem Raum. Selbst das wäre töricht, bis wir mehr wissen. Der Pfeil wird als kampflustiger dänischer Eroberer beschrieben. Das trifft auf viele in London zu. Der Blutegel stammt wohl aus West Saxe. Auch davon gibt es so viele in London. Und der Kompass, ein fränkischer Schiffsführer. Schon seltener. Doch mir fällt niemand ein. Was ist das für ein Symbol? Kenne ich das nicht. Sieht komisch aus. Tempel? Ich kam eben noch daran vorbei. Was ist ein Mithras-Tempel? Mithras-Tempel? Ist das eine Kirche? Eine Kirche? Himmel, nein. Mithras war eine heidnische Idee. Ein sogenannter Gott der alten Soldaten, die diese Stadt erbaut haben. In dieser Stadt wimmelt es von Feiglingen. Wir könnten die Nächsten sein, wenn wir diese kranken Auswüchse des Hasses nicht aufklären. Ich hab es doch gesagt, die Stadt versteht nur Blut und Macht. Daran sollten wir uns halten. So kann ich ihn nicht zurücklassen. Ich muss ihn... Die Kirche kann sich darum kümmern, Stowe. Nein, ich sollte das tun. Ich muss ihn für das Totengericht vorbereiten. Ich verstehe. Geh nur von Zeit zu Zeit an die frische Luft. Es stinkt hier drin. Sollen wir, Brugger? Okay. Ja, meine Lieben. Zu spät. Jetzt haben die Leute Wind von der Unschuld. Zu den Waffen. Sieh dir ruhig den Tempel an, Eivor. Der liegt östlich von hier. Ich werde jetzt erstmal als Greve gebraucht. Bleib fern, bleib fern! Der Kampf ist vorbei. Bald wird es eine Versammlung geben. Okay, meine Lieben, das war's dann für die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.